Ja, hallo erstmal. Das wird jetzt kein Let's Play, sondern eher ein Guck mal, was ich Cooles gebaut habe. Ich habe mittlerweile großen Respekt vor Gronkh und anderen Let's Play-Erstellern. Das ist jetzt hier irgendwie der siebte oder achte, vielleicht sogar neunte Take, den ich mache, weil ich mich zwischendurch immer wieder verhaspel. Und es erfordert ein unglaubliches Können, eine Ruhe und ich denke auch mal Erfahrung, ein Let's Play ordentlich aufzuzeichnen. Das hätte ich vorher nicht gedacht, aber ich denke, ich habe mit diesem Take einen ganz guten Job gemacht. Das sage ich jetzt natürlich und ich weiß nicht, was gleich noch kommt. Mal schauen. Also es geht um diesen Leuchtturm, den ich gerade eben schon in der Bildmischer hatte. Hat ein Freund von mir gebaut auf diesem SMP-Server. Dieses Blinken dort oben ist nicht extra eingespielt, sondern es ist tatsächlich dort. Mit einem Redstone-Circuit haben wir den Leuchtturm tatsächlich zum Blinken gebracht. Das zeige ich euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. So, hier bin ich also am Fuße des Leuchtturms. Ich gehe hier rein, wo der Leuchtturmwärter wohnen wird. Gehe die Leiter in das oberste Stockwerk hinauf und lande im Schaltwerk. Das blinkt schon fröhlich vor sich hin. Kommt dadurch, dass wenn man einen Kreislauf hat aus Redstone mit Fackeln und eine ungerade Anzahl von Fackeln hat, es geht sogar eine, dann fängt das an zu blinken. Also die Fackel geht an und aus und an und aus. Man sollte allerdings die Layer dazwischen machen, früher einfach mehr Fackeln, damit es nicht so schnell ist, dass sich die Fackel überhitzt und dann gar nichts mehr tut. Das kommt vor, ist mir auch vorgekommen, deswegen hatte ich den ersten Delayer hier drin. Wenn man allerdings einen Delayer drin hat und da den auf Stufe 2 macht, also auf diese Stufe, dann funktioniert das eigentlich schon. Also ich habe ja noch eine Fackel da drin, noch eine Fackel und noch eine Fackel. Also drei Fackeln und ein Delayer auf Stufe 2 würde reichen. Wir haben jetzt allerdings noch einen zweiten Delayer reingesteckt und beide Delayer auf die letzte Stufe, auf die Stufe, Moment, 1, 2, 3, 4. Ja, damit das einfach langsamer blinkt und schöner aussieht. Ja, hier bin ich auch schon auf der obersten Etage des Leuchtturms. Die Etage, die tatsächlich blinkt. Der Redstone, auf den ich gerade gucke, kriegt Energie von unten, beziehungsweise der Block darauf, darunter. Jetzt habe ich überall auf diesen Blöcken Redstone, damit sie auch tatsächlich mit dem Redstone verbunden sind. So, ich weiß auch nicht, was gerade passiert ist. Auf einmal brach mein Fraps zusammen. Ich hatte eine Framerate von ungefähr 7. Mein Mikrofon wurde nicht mehr aufgenommen. Ich habe den PC jetzt nochmal neu gestartet, sämtliche Programme zugelassen, die ich nicht brauche, und mache jetzt einfach mal weiter. Also wie man sieht, ist der Redstone hier nicht mit diesem Block verbunden. Da ist keine Verbindung. Ich muss also auf diesem Block einen Redstone hinlegen, damit hier diese Verbindung existiert und diese Fackel ein Signal kriegt, um an bzw. auszugehen. So, zum Abschluss meines Videos zeige ich euch den Leuchtturm nochmal aus meiner Lieblingsposition von einem Baumwipfel gegenüber auf der anderen Seite der Bucht. Einmal bei Tag und noch einmal bei Nacht. Das ist jetzt auch der Abschluss dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses Video zu gucken. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, euch unseren Leuchtturm zu zeigen. Ich verabschiede mich dann. Bis dann, bis zum nächsten Mal.